Oha! Tatsächlich! Oh. Aber das ist dann nicht eingefärbt, sondern das ist dann einfach weiß. Der strahlt ja wirklich. Der strahlt ja nur noch. Cool, oder, Baby René? Das sieht schon krass aus. Ist so ein bisschen sehr, sehr grell auf jeden Fall, aber sieht natürlich schon krass aus. Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Zockt mit mir, Baby Claudio hier mit noch niemanden. Aber Leute, ich gehe gleich rüber zu Baby René und ich habe heute was ganz Cooles vor. Ich sehe auch schon, hier ist eine Zuschauerin. Liebe Grüße an dich. Du bist die, warte, bleib doch stehen. Bleib doch stehen, ich kann dich nicht grüßen. Ich bin seine Mutti. Nee, das ist nicht meine Mutti. Das an die Kante, bitte einmal rausstellen. So. Ich habe heute was ganz Cooles vor. Und zwar werde ich zu Baby René gehen. Und ich werde Baby René darauf hinweisen, dass ich 4 weitere Neon-Pets machen kann. Und 2 davon sind ultra selten. Und 1 davon kann ich zu einem Mega-Neon-Pet machen. Um welche Haustiere es sich handeln, werde ich euch nicht verraten. Denn ich würde sagen, ich überrasche euch und Baby René. So, ich gehe jetzt direkt auch los. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr sagt, ey, Baby Claudio, du investierst so viel Zeit in Adopt Me und du schwitzt jedes Mal aufs Neue, um dir Neon-Pet zu machen, dann lasst bei dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch da. Und schreibt mal auch in die Kommentare, dass Baby René sich auch mal mehr Mühe geben soll. Obwohl, Baby René gibt sich schon viel Mühe, muss ich sagen. So, der schwitzt momentan. Oh, hier ist auch sein Haus. Der schwitzt momentan auch sehr, sehr oft auf Neon-Pets. Aber ich sehe gerade wieder, seine Daystreak ist wieder weg. Ach, Baby René, wieso denn? Du hast doch so eine gute Daystreak. Oder Lockstreak, eher gesagt. Nicht Daystreak. Klopf, klopf! Ja, wer ist da? Hallo! Baby Claudio ist hier und hallo, Michelle. Ah, ich hab's mir schon fast gedacht. Ja, ich bin hier gerade mit 2 Zuschauerinnen und meinem V. Der ist gerade noch ein bisschen was am Trinken, weil er Durst hatte. Und die Zuschauerinnen sind gerade auch dabei. Also viele Grüße an euch beide. Ja, oh mein Gott, schreibt Michelle. Komm mit! Komm mit, Baby René, wir gehen direkt raus von der Tür. Moment. Aber wo soll ich denn hinkommen? Baby René, das Erste, was du machst, ist dir erstmal Schuhe anziehen, bitte. Oh, ich habe ja gar keine Schuhe an. Upsi. Baby René, warum läufst du barfuß rum? Ja, endlich, es kommt. So, aber ich bin gerade noch ein bisschen blass im Gesicht. Ich muss erst noch ein bisschen gesünder aussehen. So, weil weiß ist nicht so gesund. Was soll das? Jetzt bin ich auch bereit. Oh, jetzt habe ich wieder keine Schuhe. Oh. Aber egal. Steig ein. Wenn ich in deinem Umzugskarton bin, dann ist das ja auch egal, wenn ich keine Schuhe anhab. Was soll das mit der 2er-Day-Streak, Baby René? Du hast doch eine 7er oder so. Ich hatte sogar mal eine 12er oder so, glaube ich. Aber da war ich an einem Tag wohl ein bisschen nicht so ganz dabei. Baby René, heute habe ich was ganz Cooles vor. Okay, ich glaube, ich habe schon eine Vermutung, was wir jetzt machen. Aber was denn? Ich sag erstmal nichts. Vielleicht werde ich ja auch überrascht. Gehen wir zusammen Pizza essen? Nein. Gehen wir zusammen auf den Spielplatz? Nein, komm mal mit. Gehen wir zusammen in die Schule? Ey, du bist schon wieder barfuß. Ja, habe ich doch gesagt. Warum? Aber heute ist gutes Wetter, da kann man noch mal barfuß gehen. Und das Einhorn hier ist auch barfuß. Und komm mit, Baby René. Ich zeig dir, was wir heute fahren. Okay. Wenn wir hier hingehen, was glaubst du, wo wir hingehen könnten? Willst du neue Royal Eggs kaufen? Willst du mir vielleicht Royal Eggs kaufen? Baby René, schau mal, wenn man hier ist. Oh, Baby Khan ist auch hier. Oh, ist auch stimmt. Baby Khan denn hier? Ah, die öffnen gerade scheinbar auch Eier. Cool. Nee, aber ich wollte eigentlich keine Eier kaufen. Denn Baby René, komm mal mit, das nicht mal in Ruhe. Okay. Ich wollte eigentlich nur zeigen, wenn man hier Eier kauft, was. Oh, Baby Khan möchte irgendwas schreiben. Ich hoffe. Cool. Baby René, weißt du, was wir machen? Wir gehen mit unserem Dodo an. Ja, was meinst du, warum ich gerade meinen Dodo ausgepackt habe? Vor allem, wir können jetzt auch wieder den Prank machen, dass wir genau in dem Moment, wo das Ei ausgepackt wird, dass wir dann da den Dodo auspacken und dann denken die, ja, dass wir dass sie den lass Dodo uns mal ziehen. Schauen, was Baby Khan öffnet. Weil ich will noch einmal schauen, was Baby Khan öffnet. Aber was ich sagen wollte, Baby René, wenn man Tiere hat, was kann man mit den Tieren machen, wenn man 4 Tiere hat? Ich lag doch richtig. Was denn? Natürlich kann man ein Neon-Pet damit machen. Und Baby René, das machen wir heute. Warte, Baby Khan hat ein Ei geöffnet und es ist... Und es ist ein Glyptodon. Okay, ich weiß zwar jetzt nicht, ob mein Prank funktioniert hat, aber ich glaube, es sah für eine kurze Zeit aus, dass sie den Dodo ziehen. Aber ich glaube, wir lassen jetzt wirklich mal in Ruhe. Also komm, wir lassen jetzt in Ruhe. Ja, also, und das habe ich jetzt gerade noch richtig gehört. Du willst jetzt schon wieder ein Neon-Pet machen? Ja, wir machen aber nicht nur ein Neon-Pet. Warte. Was?
Du hast... Ja, wir machen 4 Neon-Pets. Was? Ja, Bibi René, und du weißt du, willst mir was? Doch jetzt nicht gerade wirklich erzählen. Wir haben doch letztens erst Neon-Pets gemacht. Ja, und 2 davon sind ultra selten. Hallo, Nixi. Was? Was? Ja, ich weiß nichts. Ich bin mittlerweile so ein Stammkunde geworden. Aber das du bist ja wirklich jeden ja Tag. Gemein. Einfach jeden Tag, um neue, 3 neue Neon-Pets zu machen. Aber Moment, du hast... Also, das geht jetzt gerade alles viel zu schnell für mich. Also... Krass ist sowieso schon, dass du jetzt schon wieder Neon-Pets machen kannst. Dann, ja, dass du sogar mehrere hast. Und dann, dass du jetzt sogar ein ultra-seltenes hast. Von welches ultra-seltene denn? Also das ist Max, das ist ja der Buffalo. Der ist ja aber, glaube ich, ungewöhnlich selten oder so, oder? Oder der ist häufig, sorry. Okay, der ist häufig, okay. Aber wahrscheinlich meintest du dann andere. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, wie der aussieht. Krass, dass du den auch schon wieder als Neon-Pet hast. Und da ist scheinbar und noch eine Zuschauerin. Auch viele Grüße an dich natürlich. Der hat grün. Das sieht natürlich cool abgefahren aus. Ich finde, grün sieht, da denkt man erst immer, dass das Tier ist krank, aber das ist halt echt einfach ein Neon-Buffalo jetzt. Ja, aber der sieht aber cool aus, oder? Dass der Max, warte, wir benennen den Max doch wieder direkt um, weil. Der sieht natürlich echt krass aus, vor allem jetzt hier im Dunkeln. Ja, also, ne? Man merkt, also ich muss ehrlich, wir haben das ja schon mal erzählt, wir finden bei neuen Neon-Pets das natürlich vor allem dann cool, wenn die so ein dunkles Fell haben, dann sieht das natürlich auch krass aus. Oh, cool, das ist Garfield, also das ist diese Katze. Oh, der hat jetzt sogar so ein eigenes Muster, oder? Kann das sein, wenn er Neon ist? Das Ding, cool, dieser Streifen auf dem Kopf, der ist, glaube ich, neu, wenn der im Neon ist. Glaubst du? Ich glaube schon, vielleicht vertue ich mich aber auch. Ich habe ja kein Garfield mehr, weil ich dir ja meinen gegeben habe, deswegen kann ich das jetzt gerade nicht überprüfen. Ich habe ja noch einen, schau mal, nee, bei mir hat er eigentlich auch diese Form. Das sieht nur so aus, weil man diese Streifen so ein bisschen übersieht. Ja, so, so, aber wir haben jetzt den Buffalo ja zu Neon gebracht. Und ich muss sagen, die grüne Farbe, die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was du als nächstes auspackst. Ich habe Angst. Jetzt packt ihr auf einmal ein Neon-Einhorn aus. Nee, aber das ist ja legendär. Nö. Das muss ja... Ah, Ladybug. Die gibt's aber ja auch noch. Ich habe keinen Namen für die Ladybug, muss ich sagen. Ladybuggy? Nö. Dann nicht. Die sieht aber auch krass aus, vor allem mit dem Blau finde ich die auch echt cool. Ne, die sieht echt cool aus, Baby René. Vor allem, die sieht richtig krass aus, wenn du die im Dunkeln ausführst. Weißt du, wie ich sie nenne? Nee. Marie. Okay, wegen Marienkäfer. Genau. Ah, okay, das war jetzt natürlich nicht so schwierig drauf zu kommen. Cool, Marie sieht cool aus. So, Baby René, da haben wir jetzt schon das nächste ultra selten. Also okay, ich habe ja noch ein ultra seltenes. Ja, okay, okay, okay. Jetzt muss ich mal überlegen. Ach, noch ein ultra seltenes. Und das ist ein Tier, das davon schwärmen wir immer außerhalb der Videos immer sehr, sehr, dass wir das gerne zu Neon hätten. Okay. Meinst du vielleicht... Ah, ich weiß, wen du meinst. Ich weiß, wen du meinst. Meinst du den hier? Nö, guck mal, wenn ich da draußen habe. Ich habe schon... Ja, stimmt. Du meinst natürlich den Neon Panda. Das wusste ich natürlich. Milan meine ich. Milan wird zu Neon heute... Krass. Boah, da bin ich jetzt aber mega gespannt. Vor allem, ich weiß doch gar nicht, was wird jetzt bei dem alles zu Neon? Wird das gesamte weiße Feld zu Neon? Also, das ich glaube natürlich... nur das Fell. Ich hoffe es. Oha. Tatsächlich. Oh. Aber das wird dann nicht eingefärbt, sondern das ist dann einfach weiß. Der strahlt ja wirklich... Der strahlt ja nur noch. Cool, oder, Baby René? Das sieht schon krass aus. Ist so ein bisschen sehr, sehr grell auf jeden Fall, aber sieht natürlich schon krass aus. Und ich glaube, ich finde das sogar ganz cool, dass es in weiß ist, weil wenn der jetzt komplett in grün eingefärbt wäre, das sähe ja, glaube ich, ein bisschen komisch aus. Baby René, weißt du, was ich gerade im Chat lese? Nee. Mama Danja und Baby Khan haben beide hintereinander ein Dodo gezogen. Dann haben die wahrscheinlich auch 100 Fossil-Eggs gezogen, so wie wir. Ja. Aber Baby René, jetzt kommen wir zum letzten Neon-Pet, aber... Ach, noch eins! Ja klar, dachte, aber es ist nicht... kennst du noch mein erstes Haustier, was ich hatte? Dein erstes Haustier. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, das wäre der Otter gewesen, aber du... Ach nee, Daniel, genau, das war das erste Neon-Pet auf jeden Fall. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment! Du hast ja 4 davon. Das wusste ich gar nicht. Du hast ja 4... Ja, ich mache so eine Mega-Neon-Pet! Du hast 4 Neon-Mega-Pet. Ich kann jetzt schon gar nicht mehr richtig sprechen, weil ich jetzt erstmal darauf klarkommen muss, dass du 4-mal einfach einen Neon-Hund hattest. Oh, Baby Khan ist da, er hat einen Dodo gezogen, cool. Ja, also es war natürlich klar, der will natürlich direkt mit dem Dodo angeben, aber wenn ihr jetzt sieht, was jetzt hier gerade runtergefallen ist, ich glaube, da kommt man nicht gegen an. So, wir Baby sind jetzt hier auf jeden Fall. Guck mal, ich hab neue Neon-Pets. Hier, Marienkäfer. Direkt alle auspacken, um damit angeben. Cool, wir sind die Dodo-Crew. Ja. Wir müssen jetzt eigentlich unsere Dodos zusammenschmeißen und daraus ein Neon-Dodo machen. Aber dann ist natürlich die Frage, wer kriegt den? Ich melde mich freiwillig. Ja. Weißt du was, Baby René? Ja.
Ich weiß, braucht man mal deine noch einen Glyptodon? Weißt du das vielleicht? Nee. Das weiß ich nicht, weil ich glaube, die haben jetzt bestimmt auch ein paar gezogen. Also eins hatte die gerade ja auf jeden Fall gezogen, als wir da vorbeigeschaut haben. Und wahrscheinlich hat die noch ein paar andere gezogen. Wenn die jetzt schon ein Dodo gezogen haben, dann haben die wahrscheinlich auch ein paar Glyptodons. Wir können mal ins Dunkle gehen. So, wir können uns immer noch die Tiere angucken. Ein Meganeon, den haben wir jetzt richtig betrachtet. Ja, kann ich mir den mal ganz in Ruhe anschauen? Das muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Oh, weißt du, was auch cool ist? Die Farbe wechselt sich langsamer als sonst. Das ist cool. Ja, das sollte auch so sein. Also das finde ich auch schön, weil wenn die das so schnell wechselt, dann ist das ein bisschen grell. Das sieht nicht so schön aus. Weil schau mal, bei Adem, ich weiß nicht, wie es bei Adem nochmal ist, aber Adem ist auch noch langsamer. Ich glaube, wenn da sogar noch langsamer. Ich glaube, bei Elena ist ein bisschen schneller, oder? Ein bisschen schneller, stimmt, da hast du recht, ein bisschen schneller. Ja, ja, das ist schon, also sieht auch cool aus, aber ist auf jeden Fall schöner, wenn das ein bisschen langsamer ist, so wie bei Adem. Milan ist süß. Boah, und ich glaube, Milan in Meganeon sähe ja auch krass aus, weil dann wäre ich echt mal gespannt, ob die Farbe sich ständig wechselt. Wieso wird denn Milans Name zensiert? Ich weiß es nicht. Wird ja relativ oft gemacht bei Adopt Me. Ja, und Marie ist auch natürlich cool, oder? Boah, Marie sieht echt cool aus, Baby René. Im Dunkel vor allem mit den coolen... Am Ende sieht einfach jedes Neon-Pad cool aus. Und es macht natürlich auch echt Sinn, dass diese Höhle hier im Dunkeln ist, weil dann sieht das direkt auch schon viel krasser aus, wenn man sein Neon-Pad dann bewundern will. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Baby René, an welchem Tier arbeitest du gerade, dass du zum Neon machen möchtest? Ich arbeite aktuell vor allem an einem, was du ja natürlich auch schon hast, nämlich an dem Neon-Peacock. Aber da bin ich auch schon fast fertig. Ich muss den letzten jetzt noch von Teen zu Post-Teen und dann zum Ausgewachsenen machen. Cool. Und dann habe ich den endlich. Und da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich den sehe. Und danach kommt, lass mich kurz überlegen, vielleicht mache ich den T-Rex zu Neon, aber das dauert wieder so lange. Cool. Oder vielleicht... Ich habe auf jeden Fall noch ganz viel vor. Ich möchte noch Neon Glyptodon machen. Ja, ich auch. Das ist mein nächster auf jeden Fall. Und worauf ich mich schon besonders freue, und du bestimmt auch, den Neon Ground Sloth. Okay, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es wie gesagt in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen... Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Tschüss!